Wir haben es also geschafft. Malbim Froh City ist erreicht. Und, was haben wir denn da unten Schönes? Ein verstecktes Item. X-Tempo. Oh mein Gott. Ja, war so klar, wenn das so offen liegt und so einfach zu erreichen ist. Dann kann es nur irgendwas mit dem X am Anfang sein. Natürlich. So, wir gehen erstmal die Häuser ein bisschen durch. Wuhu, die Leute nennen mich den Zertrümmerer, aber ich finde den Namen unter meinem Niveau. Ich verdiene doch wohl etwas mehr Respekt. Man sollte mich Zertrümmerer Meister nennen. Wuhu, dein Pokémon sieht wirklich sehr stark aus. Das sehe ich gerne. Hier, nimm diese VM. Ah, ich habe nur Zertrümmerer gelesen und ich habe mich schon gleich innerlich gefreut. Die nächste VM, Leute. Wenn du unterwegs auf große Felsbrocken stößt, dann nutze diese VM, um dir den Weg frei zu machen. Ja, gut. Jetzt ist die gute Frage, kann das irgendwer lernen? Denn Zertrümmerer würde im Arena-Kampf dann später relativ viel helfen. An der Stelle Arena-Kampf ist heute eh nicht Thema. Stattdessen etwas anderes. Aber ich will es einfach wissen. Kann es irgendwer lernen? Sag bitte ja, sag ja. Sag ja, bitte. Nein. Doch, Reptin. Ja, gut. Will ich Reptane wirklich das erlernen? Ich glaube nichts. Weil es mein Starter ist. Ein Starter eine VM beibringen ist halt meistens nie so wirklich klug. Ich glaube, da war ich schon drin, oder? Wenn ich doch nur einen Rat hätte, genau. Das war, glaube ich, schon beim letzten Mal der Hinweis. Man kann sich hier einen Rat holen. Und das möchte ich heute auf alle Fälle machen. Und das bedeutet, wir können uns den Radweg angucken. Radlersräder, fahre in Kies und lass dich durchschütteln. An der Stelle, bei Malbim Froh City ist es sowieso interessant. Das ist so ziemlich, kann man fast schon sagen, die Hauptstadt. Wenn man mal zumindest auf die Karte guckt. Also so ziemlich das Zentrum. Man kommt hier in jede Richtung. Also hier haben wir Malbim Froh. Da geht es dann rauf zu Route 111, Wüste und so weiter. Da haben wir Bad Laberstadt. Hier ist Wiesenflur. Da konnten wir ja noch nicht weiter, weil durch die Höhle, hier ist der Metaflurtunnel. Da konnten wir, weil wir Zertrümmerer noch nicht hatten, noch nicht durch. Können wir jetzt auch noch nicht, weil wir erstmal den Arena-Orden brauchen. Ja, und nach rechts geht's auch weiter. Route 119, da geht's dann zum Klimainstitut und so weiter. Ja, also Malbim Froh City ist wirklich das, wo man in jede Richtung aufbrechen kann. Und wir holen uns jetzt erstmal das Fahrrad. Nun, was haben wir denn hier? Einen höchst energetischen Kunden. Du kannst Radler zu mir sagen. Ich bin der Besitzer des Fahrradjobs. Deine Turbotreter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja, eigentlich schon. Du kommst den ganzen Weg vom Wurzelheim her? Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir ein Rad geben. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder für Leute, die Technik des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtiges weiches Herz habe, darfst du dir eines aussuchen. Welches möchtest du haben? Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich glaube beim Kunstrad, da konnte man gewisse Passagen überqueren. Das ist halt einfach nur schnell und deswegen, ich werde glaube ich das Kunstrad nehmen. Nicht nur, ich werde wahrscheinlich, ich werde. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Gut, das bedeutet, ich werde das gleich mal auf Select legen. Einfach damit ich jederzeit darauf zugreifen kann. Was tue ich, Idiot, eigentlich? Im Pokénav geht das natürlich nicht. Hier, Kunstrad. Jetzt muss ich halt überlegen, was war Select? Ich glaube, das, genau. Ja, ihr seht schon, ist halt nicht relativ schnell. Also, ja, eher unbedeutend. Gut, was geht hier sonst noch in meinem... Lol, ich kann da nicht mal rein. Interesting. Was haben wir hier? Die Spielhalle, die Ort für alle Spieler. Ich glaube, auch da kommen wir noch nicht, können wir noch nichts machen. Und hier ist dann, glaube ich, sogar schon vorbei. Okay, wenn ich sage, jetzt Malbim Froh City, die Hauptstadt, dann meinte ich natürlich als Wegpunkt. Die Stadt selbst ist gar nicht mal so groß. Och, bitte, Onkel, bitte. Ich möchte in dieser Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Bitte, darf ich bitte? Nun, hör mal, Heiko. Seit du mit Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in einer Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Traster kombiniere, besiege ich jeden. Oh, hi, Nemado. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Nemado, ich möchte von dir und auch von meinem Onkel verstanden werden. Würdest du bitte gegen mich kämpfen? Gegen Heiko also? Also wir haben vorhin nochmal so einen Testkampf. Das ist übrigens der Junge, den wir damals das Trasser gefangen haben oder wie ihm geholfen haben. Fun Fact, der hat alles selbst gemacht. Das war einfach nur die Erklärung, wie man ein Pokémon fängt. Und der hat eins auf Level 16. Kriegt das? Nee, kriegt er nicht hin. Nie und nimmer. Ich lasse das Rap-Team machen.
Weil der hat ja eine schöne Attacke. Einmal Zornklinge und einmal auch die Verfolgung. Beides sehr effektiv gegen Trassler. Und vor allem die Attacken von Trassler kennen wir sowieso gut. Mehr als eine Konfusion wird da wahrscheinlich nicht kommen. Ja, tatsächlich One-Hits, okay. War ehrlich gesagt noch nicht anders zu erwarten. 8 Level drüber und dann noch weiterentwickelt. Ist klar, dass da das Trassler keine Chance hat. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sorry Heiko, ich habe verloren. Schenken werde ich ihm nichts. One-Hit ist zwar auch für ihn hart, aber egal. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Nemada, herzlichen Dank, Trainer zu sein, verlangt viel von einem, oder? Man besitzt nicht einfach nur Pokémon und lässt sie kämpfen. Um ein richtiger Trainer zu sein, braucht es mehr. Heiko, du brauchst deshalb nicht zu niedergeschlagen zu sein. Was hält dich davon ab, stärker und stärker zu werden? Nichts. Komm, gehen wir nach Hause. Da warten sie alle schon auf dich. Nemada, mit dem man es so langsam, du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Warum besuchst du uns nicht irgendwann im Wiesenflur? Ich bin sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Ja, Stand jetzt kann ich da leider noch nicht hin, weil mir fehlt noch immer das Ding, der Ordner. Hehe, ich habe diesen Kampf beobachtet. Du bist ein Freund von diesem Jungen, von Heiko, oder? Aber du hast dich nicht zurückgehalten und ihn beeindruckend besiegt. Ja, das ist es, was Pokémon-Kämpfe ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich feuere dich an. An der Stelle, ich habe ihn nicht einfach nur besiegt, ich habe ihn vernichtet! Sorry, anders kann man das gar nicht bezeichnen. So, und wie gesagt, ich glaube, mehr gibt es in der Stadt nicht mehr zu machen. Da unten wäre ein Haus. Da komme ich aber noch nicht hin. Nee, nee. Ich glaube, da brauche ich Surfer. Das wird noch ein bisschen dauern. Na gut, dann mache ich das, was eigentlich mein Plan ist, und zwar der Radweg. Da gibt es nämlich mal viele Pokémon zu leveln. Tut mir leid, aber auf dem Rad... Achso, ja, ich muss vorerst aufsteigen, ich weiß schon. Ich weiß ja schon. Ich glaube, das sind sogar relativ viele Trainer. Hä? Wait. Bin ich da gerade was versteckt? Na, auf der Spur tatsächlich. Da ist sogar auch ein Trainer. Ich werde dich mit meinem Wundern verwirren. Hey, lol, war der schon immer da? Also auch in Rubin und Saphir? Weil falls ja, habe ich den nie bemerkt. Aber wirklich nie. Abra. Vor allem, ich dachte jetzt irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein spezieller Typ, der mir irgendwas gibt. Jetzt kommt nur das dabei rum. Gut, man soll sich nicht beschweren. Auch die kleinen Sachen sind viel wert, aber trotzdem. Also das kannst du ganz leicht übersehen. Ich meine, wenn es eine Belohnung gibt in die Richtung, alle Trainer besiegt, dann okay. Dann ist es frustrierend. Weil den kann man leicht übersehen. Aber sonst noch, keine Ahnung. Keine Ahnung, was der da sucht. In so einer abgelegenen Ecke. Ich glaube aber nicht, dass der in Rubin und Saphir auch existiert hat. Jetzt müsste ich meinen alten, ganz alten Spielstand auspacken. Ja. Einfach nur aus Interesse. Der ist halt wirklich nothing, der ist nur der. Das ist unglaublich. An der Stelle, mir fällt gerade noch was anderes. Ach, das könnte ich probieren. Und zwar, ich habe einen Detektor. Okay, nee, ist auch nichts. Das war er nicht. Ah, Heiko meldet sich wieder. Oh, hallo Nemado. Ich muss dir was erzählen. Mein Onkel hat mir ein Pokémon aufgegeben. Nun kann ich mit dir reden, wann immer ich möchte. Achso, das heißt, ich kriege jetzt seine Nummer. Ja, das passiert übrigens ein paar Mal. Also auch offscreen ist mir das schon passiert. Wo ich einmal zurückgelaufen bin zum Pokémon Center. Da hat sich auch eine Nummer eingetragen. Ich glaube, die von... Nee, nicht die von Birk, sondern die von... Ich glaube, Maike sogar war es. Gefällt es dir, wie mein rabenschwarzes Haar im Wind weht? Ich habe nur deshalb die Haare wachsen lassen. Komisches Vorgehen. Ein Triathlon ist extrem hart. Du musst schwimmen, Radfahren und laufen. Gut. Für jeden, der es nicht wusste, was ein Triathlon ist. Die noch heftigere Stufe, die kennt ihr wahrscheinlich auch, den Ironman. Wer das packt, Respekt. Ich nicht. Was war's beim Ironman? Ich glaube, 10 Kilometer. Nee. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Ja. Ah, was? 10 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 40. Oder, nee. 40 Kilometer Radfahren, was nicht. Ich glaube, 120 Kilometer Radfahren oder so und dann 40 Kilometer laufen. Also ein Marathon. Das ist heftig, Leute. Also jeder, der meint, ja, Marathonlauf ist schon hart, vor allem der Wien-Marathon und sowas, oder Wachau-Marathon.
Also, das sind natürlich schon so, so Sachen, die hart sind, aber wenn du bedenkst zum Beispiel, du müsstest davor noch 10 Kilometer schwimmen und dann noch einmal so 120 Kilometer Radfahren. Ich glaube, so war's. Ich könnte jetzt nachgucken, ne? Habe ich mein Handy irgendwo? Ja, da hinten. Die Kugel ist noch dort ein bisschen, bis sie sitzt. Ich will das jetzt kurz mal nochmal überprüfen. Warum landet der jetzt ein Volltreffer? Ich hasse dich. Ja, gut, nee, ich mache das weiter mit Kugelsatt. Ist ja ein Zeitchen dauern. Der Stalltyp ist jetzt gerade nicht so gut. Ah, 100. Okay, wartet. Hä? Okay, nee, es sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Ja, hört sich doch easy an, Leute, oder? Alter. Also 180 Kilometer Radfahren ist auch schon heftig. An der Stelle, ich bin in Nitem Radfahren. Ich glaube, das Einzige, was ich da hinkriegen würde, wären die 3,8 Kilometer schwimmen. Und selbst und da wäre ich, glaube ich, down. Da würde ich wahrscheinlich nach 3 Kilometer oder so eingehen. Mensch, mein Schwimmen ist jetzt nicht hart. Vor allem die Frage ist, wo schwimmen? Das ist ja kein Hallenbad oder so. Das ist ja irgendwo, glaube ich, in so einem größeren See. Und ich bin ja tatsächlich ein Seeschwimmer. Weil ich ja eine Chlorallergie habe. Oder Unverträglichkeit. Also ich krieg da rote Augen, Fieber und so weiter. Es bringt mich nicht um, okay? Aber es ist auf alle Fälle eine Unverträglichkeit. Und deswegen bin ich halt immer in Teichen, Tümpeln oder was auch immer geschwommen. Seen natürlich. Neusiedlersee, Klassiker. Und ja. Das ist ein bisschen... Ich sag, und das ist schon schön zum Schwimmen. Was gibt's noch für See? Wie heißt denn der Steiermark nochmal? Oh, ich habe den vergessen gerade. Lass mich überlegen. Maltschacher See war in Kärnten. Ah, wie hieß denn der nochmal? Stubenbergsee, genau. Hat jetzt ein bisschen gedauert, sorry. Stubenbergsee, da war ich schon oft. Der ist auch cool zum Schwimmen. Natürlich nicht in dem Tempo, was die machen. Also ist logisch, aber... Aber Schwimmen auf längere Distanz habe ich immer gerne gemacht. An der Stelle, ich finde es interessant, dass zweimal jetzt so viel ausgerichtet hat hier. Zweimal Kugelsaat. Das waren jetzt, glaube ich, beide Male Volltreffer. Bei einem nee. Okay, also Level 14 auf 16 ist ja ein mega Unterschied. Bei dem einen sieht es gar nichts mehr ab, bei dem jetzt so viel. Wobei. Achso, nee. Ich bin im roten Bereich, deswegen. Die Starter haben ja immer diese Fähigkeiten, ich weiß schon. Da wo dann die Attacken stärker werden. Deswegen zieht das jetzt mehr ab. Mhm. Deutlich mehr. Jetzt wird's, glaube ich, dann kritisch. Donnerschock. Wobei das zieht nicht viel ab. Das zieht gar nichts ab. Soll ich das jetzt riskieren? Ja, komm, ich riskiere. Ist doch eh schon egal. Das könnte sich ausgehen. Ja, es geht sich sogar aus. An der Stelle, ich höre die ganze Zeit ein Miauzen von meiner Tür. Es könnte sein, dass ich gleich meine Katze reinlassen muss. Erstmal besiegen wir den Trainer. Ich glaube, ich werde mich jetzt kurz heilen, weil 9 KP sind mir schon ein bisschen zu wenig. Aber da kommt safe jetzt wieder nur Magnetilos. Aber sowas von safe. Was habe ich denn überhaupt alles noch? Ein Supertrank. Okay, ich muss nachher auf alle Fälle mich heilen. Heilung kaufen gehen. Das geht sich nämlich sonst nicht so ganz gut aus. Vor allem, da kommen jetzt noch ein paar Trainer. Da ist schon der nächste. Zwei stehen da sogar parat. Ach, wenn nur Magnetilos kommen, ist ja scheiße. Ich will Fritzelblitz auch noch immer leveln. Der tatsächlich ist nächste Magnetilo. Ah, Alter. Ich habe halt nichts gegen Stahl. Das ist das Problem. Der hat jetzt nur ein Pokémon gehabt. Ich gehe wieder mit Reptain. Bleibt mir nichts anderes übrig. Boah, Reptain Level 25 bald. Nee, nicht wirklich. Ach du Lutscher.
Gut, da muss ich jetzt doch auf Kehle wechseln, weil damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Magnetfalle. Was sind das wieder? Ultraschall. Hui, das sieht schon gar nicht mehr so schlecht ab. Ich könnte jetzt was anderes probieren. Ja, ich probiere das jetzt mal mit Gedankengut. Ich will gucken, wie stark das wird. Also Psycho zieht ja Magnetilo nicht viel ab. Aber der Ultraschall wird schon mal schwäch. Dachte ich zumindest. Digga, ich hasse dieses Spiel. Manchmal könnte ich dem Spiel wirklich was. Nee. Ich kann mich an das Magnetilo tatsächlich erinnern. Das war so ein Ding, wo ich mich mega aufgeregt habe immer. Kommt Donnerschock. Das ist mir egal, wenn du jetzt paralysiert wirst. Okay, Gott sei Dank. Also es hätte mich jetzt nicht überrascht. Ja, wie viel zieht eine Verfolgung ab? Schauen wir mal. Also Pflanze ist ja nicht. Es ist auch wieder nicht sehr effektiv. Ich kriege einen Anfall. Ultraschall. Die Ultraschallattacke ist echt nicht ohne. Aber er soll noch einmal Ultraschall bitte einsetzen, bin ich wieder im roten Bereich, da ist er eh down. Wobei er kommt jetzt sicher mit. Ne, er kommt mit Donnerschock nochmal. Ja, gut. Absorber könnte ich probieren. Ich will halt ehrlich gesagt nicht zu weit runterfallen, weil dann kommt wirklich der Ultraschall und auf einmal landet er im Volltreffer. Dann heißt es nämlich wieder RIP. Bitte, ich will ohne Death jetzt mal rausgehen. Aus dem hier. Ja, Leute, also Magnetilo, das ist so eine Sache. In dem Spiel ist er wirklich overpowered. An der Stelle. Außer du hast natürlich den Feuerstarter, dann ist es andersrum. Also da hast du gegen Magnetilo keine Probleme. Ich bin jetzt aber gerade echt am Überlegen. Soll ich vielleicht doch anfangen, dass ich Zertrümmerer lerne? Weil irgendwie komme ich da fast gar nicht drum rum. Ich werde weiter in die Pedale treten, völlig stressfrei und ohne Panik. Das freut mich für dich. War klar. Ich glaube, ich lerne jetzt wirklich. Wenn jetzt ein Magnetilo kommt, ich glaube, dann lerne ich es einfach, weil dann ist es mir egal. Aber bevor ich mich da jetzt noch weiter quäle, setze ich das lieber in die Tat um. Warum kann das Fritzelblitz auch nicht erlernen? Gut, der will gar nicht kämpfen. Oh nee, 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 nee. Nee, mach ihm den Gefallen, er macht das jetzt nicht eine halbe Stunde lang. Der übertreibt. Geh weg, geh weg. Ich hab schon wieder Gedanken an höflich Traum. Alter, das war echt eine Geschichte in Fausterhafen. Das verfolgt mich noch immer, höflich Traum. Beim letzten Sanitäterkurs war es lustig. Da hat jemand berichtet, nämlich von so einem Typen, der scheinbar gepennt hat. Und die Gattin hat sich mitbekommen, der hat einfach nur gepennt. Und dann, also die Geschichte ist wirklich lustig. Einsatz, also der war bei dem Einsatz. Da hieß es, dass der bewusstlos ist. Dabei hat er einfach nur geschlafen. Ist eh lustig. Also gut, für Einsatzkräfte logischerweise also nicht, weil in der Zeit kann man irgendwo anders gebraucht werden, ne? Aber ja, solche Fälle gibt's halt. Und der hat dann berichtet, der aufgewacht ist, der hat dann berichtet von einem Traum, wo irgendjemand zu ihm so höflich war. Und ich, wie ich das gehört habe, habe automatisch an die Szene hier im Let's Play gedacht. Und das ist auch wirklich so passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja diese Träume, luzide Träume nennt man die, glaube ich, die halt so real wirken. Ne? Da taucht halt im Traum irgendwas auf, weil ich zum Beispiel jetzt gerade jemanden aufwecken will. Da gibt es wirklich luzide Träume. Nee, beziehungsweise luzide Träume auch, die du steuern kannst. Also komplett. Könnt ihr mal auf Google eingeben, luzides Träumen. Ist ein relativ interessantes Ding. Aber das sind meistens auch die Träume, die dann sehr, seriell wirken. Ja. So, Fritzelblitz Level 15, lern was? Nein, noch immer nicht! Ey, ab wann lernst du eine Elektroattacke, eine vernünftige? Schon wieder Magnetilo. Sag jetzt
nicht, der hat wirklich dreimal Magnetilo. Aber ich schreie die Bude hier zusammen. So viel Kugelsaat habe ich nicht mal mehr. Wahrscheinlich, was da jetzt noch kommt. Vor allem der Part ist schon wieder bald 25 Minuten lang. Also es dauert nicht mehr lange, 5 Minuten noch. Ich hab's gewusst. Ich dachte zuerst, ja, vielleicht kannst du noch irgendwas in der Arena leisten. Super Shark. Oh, ich rieche Wut in meinem Körper. Ja klar, und jetzt nur zweimal. Ich, nee. Oh, come on, Junge. Bitte triff. Bitte triff. Fuck you. Wieso zieht das immer so viel ab? Ich versteh's nicht. Come on, Spiel, jetzt ist doch lächerlich. Oh yeah, Donnerschock. Wird jetzt viel mehr abziehen, weil ich ja speziell... Ja gut, okay, es ist nicht sehr effektiv, aber trotzdem... Jetzt kommt die Paralyse auch noch! Du willst mich ja komplett verarschen, gerade Spiel. Ja, mach, wenn du jetzt auch paralysiert wirst, ich schwöre dir. Manchmal muss man drohen und dann klappt's auch. Oh, Gott sei Dank. Also, obwohl es nicht sehr effektiv ist, zieht's viel ab. Das werde ich jetzt bei Kirlia berücksichtigen. Ja. Und jetzt kommt ein Volzerball. Das ist so lächerlich. Jetzt, wo ich Raptree brauchen würde. Ja, Level 6, was ist denn das bitte für ein Joke? Also entweder ein Fehler im Code, da sollte eine 16 kommen und es ist nur eine 6 geworden. Also ein Tippfehler, oder das ist halt einfach nur ein Prank. Von den Entwicklern. Boah, Ultraball, oh mein Gott, das kann Explosion, Hilfe. Ah, das könnte sein, vielleicht kann es Explosion. Deswegen ist du Level 6. Dass dich einfach mal so negativ überrascht. Das könnte tatsächlich sein. So, Paraheiler. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich mir noch neu kaufen werde. Hä? Wo ist denn der Sprudel? Sprudel, da ist er. Ja, ich wechsle jetzt auf Kirlia einfach, weil wenn das eh so viel abzieht, dann mache ich das. Außer es ist schon vorbei. Noch nicht ganz. So, wieder drei Pokémon. Voltoball. Wieder Level 6. Ja, ich könnte es eigentlich Fritzelblitz machen lassen. Ich weiß halt nicht wirklich, ob da jetzt gleich eine Explosion kommt. Okay, nee. Vor allem jetzt glaube ich auch nicht mehr, dass es ein Joke ist. Das ist wirklich so. Stelle man sich vor, du fängst jetzt da mit dem Rad unten an und nicht oben. Da kommen zuerst solche Voltopals und dann auf einmal BAM. Wobei, jetzt werden sie wahrscheinlich stärker. Nächstes Voltopal. Ne, wieder Level 6. Hä? Was macht das für Sinn? Ja, Statik, dein Problem. Also ist ja nicht so, ob das jetzt irgendwas bringen wird, weil, naja. Level 6 halt. Und da ist das Magnetilo. Ja, ich würde, das wird jetzt irgendwie ein hohes Level haben. Vielleicht hat das jetzt auf einmal Level 20 oder so. Also ausgerechnet für die zwei Level 6er Voltoballs. Würde mich jetzt nicht überraschen. Zeig dich, Magnetilo. Du bist... Level 14, okay. Das geht. Magnetfalle. Wie immer. Ja, es zieht mäßig ab. Also es könnte besser sein, aber es geht. Wie gesagt, in Kombination mit Gedankengut und so weiter ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Das ist übrigens mein Plan. Also Kirlia ist wirklich meine Hoffnung für den Arena-Kampf. Sage ich jetzt schon mal. Vor allem das Gedankengut. Aber ich glaube, ich werde trotzdem Zertrümmerer lernen als Notfall.
So, das Magnetilo ist weg. Das heißt, Level 22 haben wir Intus. Freut mich. So. Lernst du wieder irgendwas Neues? Nein, tut es nichts. Leider nichts. So, war's das? Ne, einer kommt noch immer. Achso, ne. Neue Techniken zu lernen gibt dem Radfahren erst die richtige Würze. Einige Orte kannst du nur erreichen, wenn du die richtige Technik anwendest. Ja, das war das übrigens mit dem Kunstfahrrad gemeint. Auf diesem Radweg werden die Eilräder fahren nach ihren Zusammenstößen ihrer Zeit bewertet. Kunsträder nehmen nicht am Wettkampf teil, sie sind zu einfach zu lenken. Okay, da gibt's eigene Wettbewerbe. Ach so, da musst du relativ schnell da fahren, ja gut. Juckt nicht. Ich war sowieso jetzt ganz schnell hoch. Erstmal heilen und dann, ja, im nächsten Part gibt's dann den schönen Arena-Kampf. Easy going, das wäre safe ein Rekord gewesen. Interesting, hier läuft noch die Mucke von Gravenport City. Hello? Hey, die sind schon pflückreif? Geiler Scheiß. Okay, das werde ich offscreen machen. Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann geht's dann in den Arena-Kampf. Also, bis dahin. Ciao, ciao.